Ja, hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle wieder einmal. Joa, genau, so, wir sind hier gerade wieder mal in unserem wunderbärlichhaften oder wunderbärchenhaften Gebiet. Und ich brauche ganz viel davon, ne? Ganz viel davon, hatte ich gesagt. Treppen brauche ich auch noch und ich brauche irgendwie Platz. Okay, Platz, Platz, Platz. Das heißt, das muss erstmal weg. Ich weiß gar nicht, wofür ich das haben wollte. Wofür wollte ich das haben? Weiß das noch einer? Ich kann es aktuell nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe echt keine Ahnung mehr, aber es ist auch anscheinend nicht so dramatisch. Wenn es mir jetzt auf Anhieb nicht einfällt, dann war es wohl nicht so wichtig. So, ja, lass mal kurz hier die ganzen Münzen hinsortieren. Genau, plus das. Und das dann, warte mal, so rum. Das ist besser. Okay, habe ich hier irgendwo noch Stein? Ich glaube gar keinen mehr, ne? Nee. Echt ulkig. Nee, egal. Wir kriegen schon irgendwo Stein her. So, auf jeden Fall bin ich froh, dass das bei euch allen so gut angekommen ist hier mit diesem ganzen System. Wir sehen jetzt zu, dass wir noch ein bisschen Stein klöppeln. Und ja, also mit der kleinen Umfrage, die ich ja gestartet hatte, hier von wegen, ja, Luftschiff-Expedition oder halt normale Höhlen-Action, relativ eindeutig. Ich glaube, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, bis auf einen einzigen waren alle für das Luftschiff. Von daher, ja, ganz klare Sache. Community sagt, was gemacht wird, also machen wir die Luftschiff-Expedition. So, das wird jetzt so ablaufen vom Zeitraum her. Ich werde jetzt diese Woche, das heißt dieses Wochenende, das ist jetzt die, warte mal, das ist hier die Freitagsfolge. Das heißt, ich habe diese und noch zwei weitere, um so ein bisschen noch, ich muss kurz gucken in der Uhrzeit, um noch so ein bisschen rumzuklöppeln, ne? So, ja, wird dunkel, mal kurz hier ein bisschen so, ne? Also hier so ein bisschen, das noch ein bisschen hübsch zu machen und hier und da und tralala. Und dann das so weit vorzubereiten, dass wir die Expedition starten können. Okay, und da möchte ich einfach euch bitten, schreibt mal so einen kleinen Text, ja, also wenn ihr dann hier so seid, einen kleinen Kommentar, muss kein kleiner Text sein, einfach nur, könnt auch stichpunktartig oder irgendwas machen, also schreibt einfach mal rein, was wir mitnehmen sollen, also auf jeden Fall Werkzeuge ist klar, also hier unsere Werkzeuge da unten, die wir haben, Streitaxt, Spitzhacke, Schaufel und, also, oder Axt und Schaufel, und das ist klar, und Fackeln ist eigentlich auch klar, ich denke, Fackeln und was zu essen sollte klar sein, wobei ihr das auch noch genau spezifizieren könnt, was wir zu essen denn mitnehmen sollen, ja, sollte natürlich irgendwas Sinnvolles sein. So, genau, einfach da mal reinschreiben, was man denn sonst noch so mitnehmen sollte für eine Expedition. Was weiß ich, irgendwie so und so viel Holz oder Stein oder Sandstein oder Redstone oder keine Ahnung. Also lasst euch was einfallen. Wir werden dann dementsprechend unsere Reisetruhe, die wir ja auf dem Schiff haben, soweit packen. Und das dann halt an der Stelle nutzen. Ja, finde ich eine ganz coole Idee, wenn ihr dann noch so ein bisschen mit eingebunden sein werdet. Das hatte ich ja, wir hatten das eigentlich schon öfters mal gemacht, ne? Auch auf 360 haben wir das schon gemacht. Da gab es das ja öfters mal, dass irgendwelche kleinen Mini-Befragungen stattgefunden haben. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön, wenn man als Zuschauer mit eingebunden wird in das Geschehen und selber so ein bisschen mitbestimmen kann. Das finde ich, wenn ich selber irgendwelche Sachen finde, auch immer ganz cool. Wobei ich sagen muss, das passiert mir zu wenig, ja? Klar, man kann es nicht bei allem machen, also wir haben es bei Skyrim ja auch gemacht. Aber auch nicht immer die ganze Zeit, weil wenn du es zu viel machst, dann gerät irgendwann das Let's Play ins Stocken. Ich glaube, so wird es gemacht, damit schon ganz in Ordnung. Und ich denke mal, ihr fühlt euch ja auch wohl, oder? Ja, also hoffe ich jetzt zumindest, ne? Nicht, dass einer hier sagt, ja, nee, diese ganze Entscheidungsvielfalt und sowas, das überfordert mich total und ich gehe jetzt weg. Ja, also das möchte ich natürlich nicht, dass sich einer dabei unwohl fühlt. Also wenn sich dabei jemand unwohl fühlt, dann bitte schreibe er auch dies in die Kommentare, ne? Ich lese das gerne. Ich lese nicht gerne, dass sich jemand unwohl fühlt, ne? Also nicht, dass ihr das da so versteht. Nein, das meine ich nicht. Also, sondern ich lese halt gerne Kommentare. So rum ist das. Und eigentlich sehr, sehr gerne Kommentare in meinem Kanal. Ja, das tue ich wirklich gern. Ich antworte auch ziemlich gern drauf, muss ich sagen. Also ich habe da mal Spaß bei. Manchmal so ein bisschen, je nach der Tagesstimmung ist es manchmal ein bisschen sarkastischer. Manchmal aber auch eher nicht. Also eigentlich in der Regel freue ich mich immer die ganze Zeit und hänge da so grinsend wie so ein Schneekönig. Also, der hat einer kommentiert. ja, so in der Richtung, weil ich mir einfach so mega Keks freue die ganze Zeit. Wenn da sowas passiert. Ist halt auch cool, ja. Muss es ja so sehen, ne? Da sind
ihr seid für mich ja mehr oder weniger wildfremde Menschen, wenn man das so nimmt. Ja, wir kennen uns ja eigentlich nicht. Also ihr kennt mich so durch die Let's Plays und ich kenne euch durch eure Kommentare. Je mehr ihr kommentiert, desto besser lerne ich euch kennen. Und da freut man sich ja total, wenn man dann ja so von Menschen, die man eigentlich an sich so nicht kennen würde, halt irgendwelche Kommentare kommt und die so was schreiben von wegen so, hey, finde ich cool, oder hey, fand ich das nicht so cool, ich fände es aber ganz toll, wenn du vielleicht das und das machen kannst oder achte mal auf das und das. Das finde ich auch immer schön, ne, wenn man halt sowas bekommt. Ja, also das ist schon echt geil. Es macht Spaß, ja, es macht süchtig, es macht Bock auf mehr. Ja, ich bin echt gierig, was das angeht. Aber ich denke, das darf ich auch sein. Warum auch nicht? Warum sollte man nicht gierig sein nach Erfolg und nach Aufmerksamkeit? Solange es nicht zu extrem wird, ne? Ja, muss man immer aufpassen. Das kann schnell in eine andere Richtung überlaufen oder überschwingen und dann war es das gewesen. So. Ich finde es ganz gut, dass wir das hier so podestmäßig machen. Dann hebt sich das ein bisschen ab und dann können wir den Rest hier nämlich alles auf eine Ebene bringen. Das wird auch sowieso, ich sag mal, dieses Ding hier ist nichts im Vergleich. Also da ist das Terraforming auf der 360, was wir machen mussten, um diese Burg da zu bauen, ja. Und den Turm und alles ist nichts im Vergleich dazu. Ganz ehrlich, das ist... Das waren Peanuts, ja, also wir werden hier noch viel, viel mehr, weil die Stadt wird ja wesentlich größer, dann schon das Wohnviertel wird episch krass. Ja, und definitiv ein Spiel, was sein muss diesen Monat, ist zu allen anderen irgendwie auch noch GTA 5 vorbei. Ich glaube, das schiebe ich vielleicht noch so ein bisschen ein, zwei Monate auf Weihnachten rum. Aber allein mit dieser Ego-Perspektive sieht es mal hammermäßig aus, muss man ganz klar sagen. So... Ja, schon cool hier. So, dann hier nochmal die Reihe. Ah, sehr schön. Ich mag das. Was mich bloß wundert, ich habe mit Abu aufgenommen, übrigens Samstag, Sonntag kommen die Folgen. Und ich hatte ein Update von knapp 600 MB auf der Xbox One, aber also ohne, dass ich was getan habe. Das war voll komisch. Also normalerweise, gerade solche großen Updates haben ja immer bedeutet, hey, das ist ein normales Update. Da kommt jetzt irgendwas Neues, aber... Hier war wirklich nichts. Das war voll komisch, ey. Naja, wer weiß, was da Sache ist. Was sie damit vorbereitet haben. Tja, keine Ahnung. Ich hoffe mal irgendwas Schönes. Pferde oder so. Naja. Aber jetzt dauert das schon so lange, weil ich hier im Wasser drin hänge. Wir sehen noch hier Luft. Wird gerade verbraucht. Ja, es ist kritisch. So. Aber schnell hier. Bum, 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 bum. Sehr schön. Genau, zip, zip. Und dann das hier. Ah. Das sieht doch schon schnieke aus, ne? Ja, hier noch ein bisschen. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, dann müssen wir hier ja um die Ecke rumgehen, ne? Das ist uns ja irgendwie auch bewusst. So, wir haben das und dann... Dann, genau, dann geht es hier zwei Spuren. Das ist hier die Spur, wo das Wasser langläuft. Ich hebe das schon mal so aus, einfach als Hilfe an der Stelle. Als Hilfestellung an der Stelle, so muss man das sagen. Genau, so, richtig, sehr schön. Und dann nochmal eins weiter, das wäre dann der Rand. Genau. Sup. Und das können wir wegnehmen. Ja, ist doof, dass man beide dann gleich wegnimmt, ne? Aber was soll's, egal. Gut, ja genau, hier geht dann das Wasser weiter. Das heißt, schön fleißig alles ausheben. Oh weia. Das ist ja, was ich meine, ne? Also alleine das hier nimmt jetzt gerade schon so ein bisschen Zeit auf sich. Aber wir haben uns ja selbst so ein bisschen so eine kleine Grenze gesetzt, indem wir gesagt haben, hey, mit Expedition und so. Und immerhin haben wir das Schiff ja auch dafür gebaut. So. Genau. Chim, 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 chim. Genau. Komm schon, komm ich den ran? Ja, sehr gut, sehr gut. Und dann das. Ach ja, sehr schön. So macht das gleich viel mehr Spaß. Na komm, nehmen wir kurz die Spitzhacke dafür, dann passt das auch an der Stelle. Ach ja. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Ja, Wochenende, ne? Steht kurz vor der Tür. Ich hab schon wieder falsche Stein genommen. Und... Ich habe
endlich so eine externe Festplatte angeschlossen an die Xbox One. Eine 1 Terabyte Platte, die hinten per USB 3.0 angeschlossen ist und dementsprechend mir deutlich mehr Speicherplatz bietet. Ja, weil ich ja irgendwie gar keinen mehr frei hatte auf der Xbox One. Ja, liegt einfach daran, zu viele Spiele. Und die Festplatte mit 500 GB ist dann gerade aufgrund der riesigen Updates, man sieht allein zum Beispiel, oh, was ist das jetzt? Achso, ich dachte, das hängt gerade. Man sieht alleine Battlefield 4, ja, was mega riesig ist. Allein die Installation schon. Das ist krass. Und wenn ich mir dann überlege, es kommt Halo raus mit diesem 20 GB Patch. Das wird der Wahnsinn, ja. Das wird echt mega, mega krass. Vor allem, wie lange das doch mit dir runterladen. Das wird heftig. Das wird so heftig, ey. Naja, aber egal. Es lohnt sich. Es ist immerhin Halo. So, dann gucken wir nochmal hier. Achso, System. Hier kann ja auch schon mal das soweit vorbereitet werden. Ach, Scheibenkleister, ey. Jetzt habe ich hier irgend so ein Bullshit gemacht wieder mal. Nehmen wir das mal schnell weg und machen das besser. Genau, so. Und dann das. Ja, dann hat man schon mal so ein bisschen Eindruck, so nach dem Motto, ah, okay, links und rechts sieht es dann so aus später. Oh. Genau, das ist so ein bisschen, da bin ich mal gespannt, weil ich versuche die ganze Zeit den neuen zu erreichen, weil es irgendwie nicht geklappt hat, damit auf den Server kommen und habe jetzt nochmal alles eingestellt und gemacht und irgendwie aber schafft er es nicht auf den Server. Zumindest war das mein letzter Stand und auf die Mails, wo ich gefragt habe, so, klappt es jetzt, wurde bisher noch nicht reagiert. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, also ich kenne es ja selbst, ich habe ja auch immer viel, viel zu tun, aber ich glaube, wir haben alle Smartphones uns auf so eine Mail antworten oder zumindest zu sagen, hey, habe ich noch nicht geschafft, aber ich gucke dann und dann rein, vor allem wenn man fragt, wann man denn online ist. Ich finde es ein bisschen unglücklich. Na gut, okay, ich will da nicht so viel so reininterpretieren und interpretieren und sagt mir so, ach ja. Ah, es scheint also zu funktionieren zu haben. Das finde ich natürlich gut. Schade bloß, dass er mir keine Rückmeldung gegeben hat. Ja, dann schreibe ich ihm nicht. Er hört das ja, wenn er sieht. So. Genau. Gut, Bettchen? Hallo, ich will in mein Bett. Genau, so, Bettchen, hallo, ich will ins Bett. Oh nein. Ich will endlich Eier machen. Geht doch, so. Können die jetzt auch? Na, okay. Ja, also das, was er meint mit dem Gast, ist normal. Dann muss ein Präfix selbst festlegen. Schreibe ich ihm jetzt auch. Also das mit dem... So. Der... Genau, so, sehr schön. Können wir ja mal weitermachen. Ja, ich denke, wenn wir das hier uns anschauen, das wird wirklich, wirklich, wirklich richtig episch. Und, aber wie viel Steine ich brauche, ne? Also wir sehen schon die ganzen Steine, die draufgehen, nur damit das hier episch aussieht. Das ist schon einiges. Aber es lohnt sich halt und sieht halt auch echt cool aus. Und ich denke mal, der Aufwand lohnt sich auch an der Stelle wirklich. Wir werden, wie gesagt, in der Mitte zwischendrin immer wieder was ausstechen. Also auf dieser Seite, weil hier kommen ja die Bäume hin. Und dann passt das auch soweit. So. Genau, hier ist wir auch noch machen. Ja. So. Mal gucken. Wir haben mittlerweile schon relativ viel bei dem Red Black. Red Black war es, glaube ich, ne? Red Black. Verzögert sich das Ganze ein bisschen mit seinem Einstieg. Dadurch, dass er irgendwie umzieht. Wie dreist er einfach umziehen, ja? Was gibt's Wichtigeres, als hier zu uns zu kommen? Wir warten hier schon sehnsüchtig und dann wird's einfach so, ich zieh jetzt um.
Das ist schon ein bisschen, wenn das schon so anfängt, wer weiß, wo das noch endet. Ja, nein, Spaß beiseite, ist ja alles in Ordnung. So, das ist sowieso lustig manchmal, also nee, hat jetzt nichts mit ihm zu tun an der Stelle, aber fällt mir gerade halt so ein, wie viele Leute im Laufe der Zeit immer wieder angefragt haben, denen man dann das erklärt hat, hey, so und so läuft das ab und das ist so und das gibt's dann auf dem Server und das steht zur Verfügung und das ist alles geplant und da bin ich jetzt dabei. Also zum Beispiel habe ich jetzt die erste Questreihe soweit fertig, die Einleitungsquest mehr oder weniger mit zig Unterquests und allem drum und dran und Belohnungssystem und Verschachtelung und hast du nicht gesehen. Also ist recht aufwendig gewesen, gerade weil man ja dann dafür gewisse Sachen auch erstellen muss. Du musst halt Personen erstellen, du musst Gebäude erstellen, du musst alles machen. Das mache ich natürlich halt offscreen und außerhalb vom Let's Play, wie gesagt, weil ich will ja, dass die spoilern, was wir machen, weil sonst ist ein bisschen kacke. Dann guckt einer die Let's Plays und denkt, wo ihr später auf den Server kommt, denkt so, toll, jetzt weiß ich schon alles. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Deshalb mache ich das halt offscreen an der Stelle. Geht auch schneller, weil ich kann mich dann halt direkt nur darauf konzentrieren. Das ist halt für mich an der Stelle, so dass es mir tut, etwas angenehmer zum Arbeiten. Gerade bei sowas halt. So, und wenn wir uns das jetzt mal angucken, mit diesem Eindruck, sieht das echt geil aus, ne? Hier drin könnte man das jetzt ausstechen, was weiß ich, sticht man hier irgendwo aus und macht dann halt ein Bäumchen dahin mit allem drum und dran. Ja. Wie machen wir das jetzt? Also der Platz hier muss noch ein bisschen größer werden wahrscheinlich. Ich würde noch überlegen, wo das Aquädukt langlaufen soll. Das kommt ja auch noch rein, aber ist nicht so einfach, ne? Aber das geht schon so. Gucken, ich bin so mega krass. Ja, richtig. Genau, weil das mit dem Teleport ist einfach so, im Moment geht das halt nicht, dadurch, dass ein bisschen was noch umgeplant werden soll. Ich will den vielleicht noch woanders positionieren, mal gucken, das Ganze noch ein bisschen anders haben. Und ja, deshalb ist das, im Moment ist einfach zu viel Wusel hier, als dass das passt. Zumal für die ist ja auch eine halbe Weltreise aktuell ist, um da zum Teleport heilig zu kommen. Deshalb so dann kurz Bescheid sagen, dann kann ich die beiden hierher teleportieren und teleportiere sie dann wieder zurück. Ja, okay, so. Mal gucken, das sieht echt cool aus, ey. Ich muss irgendwie unbedingt mal gucken, dass ich das vielleicht doch noch zum Laufen kriege. Das hätte natürlich noch richtig was. Das bin ich aber am Überlegen, wie machen wir das hier? Wir werden Pistons benötigen, also Haftkolben werden wir benötigen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe es noch nie probiert. Kann sein, dass der Server sonst abstürzt. Das wäre echt ätzend. Obwohl, ich probiere das erst, glaube ich, in meinem Offline-Welt aus, in meinem Offline-Server, auf meinem eigenen. Und was denn noch, was wollte ich sagen? Also Pipelines, genau, und eine Pumpe natürlich. Pumpe und Motoren. Pumpe, Motoren und sowas, das brauchen wir dann auch alles. Dementsprechend dann Rohstoffe, um die halt zum Laufen zu bringen. Das ist es relativ viel, was man dann braucht. Wenn wir einmal das dann soweit fertig haben, brauchen wir natürlich nicht mehr, weil dann steht das alles und läuft, wenn wir da hinkommen. Aber es kann halt doch einiges sein, was mit muss. Ja, egal. Ich muss echt sagen, das sieht so geil aus. Wenn ich hier rauskomme, würde das für mein Häuschen, also wir werden das Wohnviertel in einem ähnlichen Konzept machen. Vielleicht generell mit einer Mauer hier. Habe ich gerade schon überlegt, das wäre noch so eine Idee, dass wir das im Wohnviertel machen mit einer Was heißt, warum im Wohnviertel? Ey, ganz ehrlich, Alter, warum im Wohnviertel? Scheiß drauf. Entschuldigung, für die Wortwahl. Wir können das auch hier machen. Ich brauche das nicht nur im Wohnviertel machen. Ich diss mich gerade selber, deswegen ihr merkt das hoffentlich. So, ich diss mich richtig hart.
Aber sowas von. Sag genau, hier ist es. Weil, ey, ganz ehrlich. Warum? Warum, Mann? Warum? So. Und dann gucken wir gleich mal. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut aussehen. Ja, kann ich mir so vorstellen. Ja. Das ist schon cool. Wenn wir jetzt da oben stehen, werden wir gleich sehen, dass es echt geil aussehen wird, ja. Ja, ganz ehrlich, guck dir das mal an. Wie sieht das denn aus? Hammermäßig, oder? Jetzt hat man hier schön so diese... Ja, doch, das ist schon cool. Richtig, richtig geil. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man das noch eins breiter macht, ja. Oh, jetzt geht mein Handy gerade mega mäßig ab. Was ist denn hier los? Okay, das ist jetzt weirdo, ja. Ich habe mein Handy hier vorne liegen. Da ist dieser Timer eingestellt, der mich dann daran erinnert. Von wegen so, ja, es ist jetzt, die Folge ist vorbei. Und es hat ohne Scheiß mega krass vibriert. Aber er zeigt gar nichts an. Kennt ihr das? Wenn euer Handy, euer Smartphone vibriert, aber es ist nichts drauf. Weder einer hat angerufen, noch irgendeine Nachricht oder irgendwie sowas. Voll spooky, oder? Wenn ihr mal sowas gehabt habt, schreibt bitte mal, schreibt das rein in die Kommentare bitte, wenn euch das mal passiert ist. Und falls bei euch rauskam, was es war, schreibt das bitte ebenfalls rein. Also ich bin da mega neugierig und finde das total cool. Ja, solche mysteriösen Sachen, die da geschehen. Apropos mysteriöse Sachen, ganz mysteriös wird auch gleich, dass ich die Folge beenden werde. Hat nichts damit zu tun, dass es mysteriös ist, sondern einfach nur, dass die Zeit vorbei ist an der Stelle. So, dann werden wir doch mal hier hinhotten. Nun gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich auf eure Kommentare an der Stelle. Und in diesem Sinne, bis dahin, euer Bis der Zocker.